Ja, die Viererkette hat sehr gut funktioniert in der Türkei. Da haben wir viele gute Testspiele gehabt, wenige Torchancen nur zugelassen. Die Dreierkette hat hier zumindest im Spiel gegen FC Tokio nicht so gut funktioniert. Da haben wir zu viele Gegentore bekommen, zu viele Chancen zugelassen. Aber das war auch erst zwei, drei Tage nach Ankunft aus der Türkei hier im Trainingslager. Da muss man auch ein bisschen Abstriche machen, dass die Mannschaft noch nicht so ganz fit war. Ja, wir werden uns natürlich gut vorbereiten auf eine starke Mannschaft aus Sapporo, die im letzten Jahr ganz am Ende der Saison bei uns auch noch mal ein Spiel gewonnen hat. Also wir wollen es diesmal besser machen, wollen gegen Sapporo natürlich einen erfolgreichen, guten Start haben, obwohl wir wissen, dass wir auf einen guten Gegner treffen, auf einen erfahrenen Trainer auch. Also es wird ein tolles, interessantes Spiel nächste Woche.